Ja, wir wurden heute zu einem Schiffsbrand auf der Donau alarmiert, in Höhe des Enzhafen. Und bei der Ankunft hat man gehabt eine starke Rauchentwicklung und Flammen schlagen schon aus dem Maschinenraum raus. Und es waren nur 3 Personen auf dem Schiff, die dann von uns gerettet wurden. Ja, wir haben zum Glück unser A-Boot schon gewassert gehabt und wurde gleich in Betrieb genommen. Und dadurch wurde die Personenrettung relativ einfach. Sie konnten auch noch selber aufs Boot steigen. Die Brandbekämpfung ist nicht so einfach. Wir haben zwar relativ viel Wasser rundherum. Im Weiteren hat man auch Glück gehabt, da ein größeres Arbeitsschiff da war, wo ein Bagger umgestanden ist und hat natürlich gleich seine Hilfe angeboten. Und mit diesem großen Bagger hat dann gleich von der Donau mit der Baggerschaufel gelöscht sozusagen. Ja. Der Brand war also weiterhin unter Kontrolle. Brandherd war dann im Maschinenraum unter Deck. Für die Ablösch- oder Nachlöscharbeiten wurden dann mehrere Atemschutztruppen ins Schiffsbauch geschickt und haben dann noch Kühlmaßnahmen gemacht, da auch ca. 340.000 Liter Diesel an Bord waren. Nein, wir haben zwar öfters im Jahr Einsätze auf der Donau, aber einen solchen Schiffsbrand habe ich selber noch nicht miterlebt.